Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe des Hoffnungsbarometers, der jährlichen Umfrage zu den Hoffnungen und Erwartungen der Menschen in Deutschland und der Schweiz. Die heutige Frage lautet: Wie optimistisch oder pessimistisch schauen die Menschen in die Zukunft in Bezug auf verschiedene Lebensbereiche? Jedes Jahr geben mehr als 3000 Personen, Männer und Frauen, jung und alt, Antwort auf diese Frage und zwar in einer sehr differenzierten Art und Weise. In Bezug auf ihr eigenes privates Leben ist eine große Mehrheit der Bevölkerung, mehr als 70%, optimistisch und zuversichtlich, dass es ihr in Zukunft persönlich gut gehen wird. Das heißt in Bezug auf Job, Familie, finanzielle Angelegenheiten und so weiter. Lediglich 12-13% sind eher negativ gestimmt. Ganz anders sieht es aus in den globalen Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Umwelt und Soziales. Die Aussichten im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung spalten die Bevölkerung in drei ähnlich großen Gruppen. Etwa ein Drittel der Bevölkerung bewertet die wirtschaftliche Entwicklung eher positiv, ein Drittel ist neutral und ein weiteres Drittel schätzt die wirtschaftlichen Tendenzen negativ ein. Was die Politik anbelangt, sehen die Aussichten etwas düsterer aus, besonders in Deutschland. Zwei Drittel der Deutschen und circa die Hälfte der Schweizer sind bezüglich der nationalen Politik pessimistisch eingestellt. Dabei geht es weniger um eine Kritik an das politische System als solches, das heißt an die demokratischen Institutionen, als um die Art und Weise, wie die politischen Parteien agieren und mit den aktuellen Themen umgehen. Womit wir zu den Bereichen Umwelt und Soziales kommen. Mehr als 70% der Deutschen und mehr als die Hälfte der Schweizer glauben nicht an die Lösung aktueller sozialer Probleme, sowie sozialer Ungerechtigkeit, sozialer Spannungen und so weiter. Lediglich 10-15% sehen die Zukunft im sozialen Bereich positiv. Ebenso wenige Menschen glauben an eine positive Entwicklung oder Trendwende im Zusammenhang mit dem Klima und der Umwelt. Damit stehen wir vor einer etwas eigenartigen Situation. So optimistisch und positiv man einerseits in Bezug auf das eigene Leben ist, so negativ und pessimistisch ist man andererseits bezüglich der wesentlichen gesellschaftlichen Entwicklungen. Als würden diese beiden Bereiche unabhängig voneinander sein. Warum ist das so und was für Folgen kann das haben? Den allermeisten Menschen geht es persönlich immer noch sehr gut, weswegen die meisten auch zuversichtlich in die Zukunft schauen. Bezüglich der gesellschaftlichen Themen wird man in den Medien regelmäßig mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Gleichzeitig fühlt man sich persönlich ohnmächtig, um etwas dagegen zu unternehmen. Zudem stellt man fest, dass Wirtschaft und Politik bezüglich sozialer und Umweltthemen eher ratlos dastehen. Durch die negativen Botschaften aus der Welt kann man sich verletzbar fühlen. Da man anscheinend wenig oder nichts gegen diese Entwicklungen unternehmen kann, konzentriert man sich auf den persönlichen Bereich, auf die Familie, den Job, die Karriere und so weiter. Psychologisch gesehen entwickelt man dadurch ein bestimmtes Gefühl der Immunität oder Resilienz gegenüber negativen Einflüssen. Dies kann positiv sein, weil man die Bedrohungen mental ausschaltet und positiv weitermacht. Es kann aber auch problematisch sein, wenn man sich von den gesellschaftlichen Themen sozusagen abkoppelt. Damit werden bestimmte Probleme möglicherweise noch verschärft. Wir empfehlen, den Herausforderungen in die Augen zu schauen, ohne sich dadurch entmutigen zu lassen oder hoffnungslos zu werden. Dies kann man erreichen, indem man sich auch für andere Bereiche als nur für das eigene Wohlergehen engagiert, zum Beispiel in ehrenamtlicher Arbeit, um, auch wenn es noch so bescheiden ist, zur Verbesserung der allgemeinen Lage etwas beitragen zu können. Es wurde ohnehin mehrfach erkannt, dass Menschen, die sich ehrenamtlich gesellschaftlich engagieren, hoffnungsvoller, zufriedener und glücklicher sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video des Hoffnungsbarometers. Wir freuen uns darauf.